Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen. Es ist bei mir tatsächlich der gleiche Tag, an dem Russland gegen Ägypten, hätte ich was gesagt, gegen Saudi-Arabien gespielt hat. Und es hat tatsächlich funktioniert. Oder ich habe daran gedacht, dass ich tatsächlich jetzt nach dem Spiel am gleichen Tag noch den Nachbericht aufnehme und quasi Vorbericht für die nächsten Spiele. So dass ich hoffe, dass ich das alles hochgeladen bekomme. Am besten noch heute, also am Donnerstag, am 14.06. damit es halt online ist und ihr das angucken könnt, bevor dann 14 Uhr das nächste Spiel losgeht. Weil wenn ich es erst mache, nachdem ich aufgestanden bin, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Weil dann ist halt nicht mehr so viel Zeit, dann können die Leute jetzt halt nicht mehr so angucken vorher. Deswegen machen wir es lieber gleich. Ich mache schon mal, hätte ich vielleicht mal vormachen können, den Spielplan auf. Aber natürlich reden wir zuerst über das Spiel, was abgelaufen ist. 5-0 Russland gegen 5-0 gegen Saudi-Arabien, Russland, sehr krass. Also ich hatte ja gesagt, wenn Russland Arabien abschießt, Saudi-Arabien abschießt oder mindestens 3-0 gewinnt, dann kann das so ein richtiger Zünder sein für die WM, dann können die richtig abgehen. Und ich bin gespannt, also jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zumindest Zweiter werden nach Uruguay in der Gruppe, doch deutlich gestiegen, muss ich sagen. Sie werden meiner Meinung nach auf keinen Fall noch Letzter, das ist, denke ich, ja, fast unmöglich. Aber ob sie Zweiter werden, schwierig. Aber ganz ehrlich, bei so einer Euphorie, und es ist ja in Anführungsstrichen auch nur Uruguay in der Gruppe, mein Licht ist gerade dunkler geworden, oder? Es geht noch. Es ist ja auch nur Uruguay in der Gruppe, das heißt, rein theoretischerweise ist da auch der erste Platz drin, wenn es ganz verrückt wird. Aber sind wir mal ehrlich, das 5-0 ist eigentlich ein Tick zu hoch ausgefallen, weil Russland gerade in der ersten Hälfte dann, nachdem sie so früh das 1-0 gemacht haben, nicht so richtig wusste, was sie mit der Führung anfangen sollen, was vielleicht daran liegt, dass sie da relativ wenig Erfahrung drin haben mit frühen Führungen. Und Saudi-Arabien hat es immer mal bei dem einen oder anderen Spieler was aufblitzen lassen, aber im Großen und Ganzen sieht man halt, dass sie dann auch ziemlich mal herhängen im Spiel der Großen. Für die ist es natürlich schon großartig, dass sie es überhaupt geschafft haben, sich zu qualifizieren. Ich denke, mehr ist da nicht drin. Vielleicht schaffen sie noch ein Tor. Ein Sieg wird, denke ich, schwierig, wenn überhaupt, dann gegen Ägypten. Aber da muss ich schon sehr gut laufen. Russland absolut verdient gewonnen. Wenn auch mit dem 5-0 etwas zu hoch. Wie gesagt, direkter Freistoßtreffer, dann dieses Traumtor von, ich habe den Namen nicht gemerkt, aber alle wissen, was ich meine. Es war, glaube ich, das 2-0. Glaube ich. Auf jeden Fall, ja, schönes Spiel. Es gab natürlich Phasen, da war es eher langweilig, aber gerade der Auftakt, gerade der Anfang des Spiels war sehr gut, vor allem bis zum 1-0 halt. Hat auch Saudi-Arabien besser gespielt, als ich gedacht hätte. Dann haben sie schon eher so gespielt, wie ich gedacht habe. Und ich bin gespannt, wie es mit Russland weitergeht, aber das ist ein sehr überraschendes Ergebnis. Und kann Feuer reinbringen. Nicht nur in Russland, sondern also für die Mannschaft, sondern halt auch für die ganze WM. Ist immer gut, wenn die Heimmannschaft halt einen guten Auftakt hat und wenn quasi die Einheimischen, also die Russen quasi, wenn die auch gut gelaunt sind, dann ist es insgesamt für die WM natürlich besser. Kommen wir jetzt zu den Spielen morgen. Das ist Ägypten gegen Uruguay, Marokko, Iran. Also es kann sein, ich sehe das Video an dem Tag, wo das ist, das Spiel, ne? Also es geht um die Spiele am Freitag, 15.06. Ägypten, Uruguay, Marokko, Iran, Portugal, Spanien. Also ich bin ganz ehrlich, ich kann zu den meisten Spielen nicht viel sagen. Also vielleicht Portugal, Spanien, außer halt so ein bisschen, ja, allgemeines Blabla halt. Ägypten, Uruguay, ich kann beide Mannschaften überhaupt nicht einschätzen. Mir ist natürlich bewusst, dass auf dem Papier Uruguay deutlich besser ist als Ägypten. Und deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass Uruguay das Ding macht. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob Salah mitspielt und mich würde es auch nicht stören, wenn der aber geile Dinger macht und vielleicht ein Tor schießt. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, wen ich eigentlich in der Gruppe weiterkommen lassen will. Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay. Also wenn es nach mir gehen würde, ich würde mich am meisten, glaube ich, freuen, wenn Uruguay in Ägypten weiterkommen würde. Ägypten einfach nur wegen Salah und Uruguay, weil ich es als spielerisch interessanteste Mannschaft halt einfach finde. Wobei halt es auch geil wäre, wenn Russland weiterkommt, weil es halt Heimmannschaft ist. So. Okay, also Ägypten, Uruguay, kann nicht weiter sagen. Ich denke, Uruguay gewinnt und bin trotzdem gespannt, wie falls Salah spielt, wie er spielt. Marokko, Iran ist ähnlich. Kann ich beide Mannschaften nicht wirklich einschätzen. Ich bin zwar Fußballfan, aber ich habe genug damit zu tun, die Bundesliga zu verfolgen, Europa League und Champions League. Da kann ich nicht noch nebenbei mir alle Länder der Welt angucken. Deswegen, also im Länderfußball. Deswegen kenne ich die Mannschaft natürlich auch immer nur aus den jeweiligen Turnieren
Und ja, Marokko-Iran, kein Plan. Auf dem Papier ist der Iran wieder stärker als Marokko. Und ich kann wirklich noch weniger sagen als über Ägypten, Uruguay, deswegen gehe ich direkt weiter. Warum Zeit verschwenden? Ich weiß nicht, wer gewinnt. Ich tippe auf den Unentschieden. Portugal, Spanien, interessanteste Spiel. Morgen wird auch erstmal das interessanteste Spiel lange Zeit bleiben, würde ich sagen. Natürlich ist für uns Deutsche jetzt Deutschland-Mexiko auch sehr interessant. Ist vielleicht auch für den Weltfußball gar nicht so interessant, weil Mexiko ist jetzt auch nicht die super kleine Mannschaft. Und ich denke, Deutschland ist der Weltmeister, wollen immer alles sehen. Aber ansonsten Frankreich, Australien, Argentinien, Island, die ganzen anderen guten Mannschaften, die haben halt eher schwache Gegner. Brasilien, Schweiz, da bin ich echt noch gespannt, muss ich zugeben. Aber Belgien, Panama, wie gesagt, die ganzen anderen guten Mannschaften eher nicht so krass. Und daher Portugal, Spanien ist schon mit so das Heftigste am Anfang, würde ich sagen. Wobei man halt Portugal überhaupt nicht überschätzen darf. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan von der Mannschaft. Ich finde, sie haben unverdient den Europatitel geholt. Und ich mag das immer nicht, wenn so Mannschaften halt sich den Titel holen, wo es einfach komplett unverdient war. Es ist zwar ein bisschen unfair, aber trotzdem muss ich sagen, dass halt auch Spanien, ich glaube zumindest der letzte von diesen drei Titeln, den sie in Folge gewonnen hatten, ich glaube, der letzte war auch ziemlich unverdient. Ich glaube, da hätten sie auch, wäre sie auch fast in der Vorrunde rausgeflogen, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber okay, natürlich nicht zu vergleichen mit dem Gewinn von Portugal. Und dass Spanien eine großartige Mannschaft ist, das wissen wir natürlich trotzdem. Portugal, ein, zwei gute Spieler, Ronaldo natürlich steht über allem. Aber wenn alles normal zugeht, sollte Spanien gewinnen. Wobei, ja doch, komm, Spanien sollte gewinnen. Alles andere ist Bums. Es kann immer was passieren, so von wegen, Spanien schlechter Tag, Portugal dreht durch, Ronaldo drei Tore. Aber wir gehen alle davon aus, dass Spanien gewinnt. Aber trotzdem ist es ein geiles Spiel. Ich freue mich sehr drauf. Und oh, ich habe gerade gedacht, ich habe morgen Abend keine Zeit um 8, aber nee, ist alles gut. Ja, Portugal, Spanien, ach, das wird auf jeden Fall ein heftiger Fußballtag. Drei Spiele wieder, wird geil. Ist aber die ersten ein, zwei Tage ein bisschen ungewohnt. Danach ist, hat man sich gewöhnt und ist super geil. Und wenn es vorbei ist, denkt man sich, scheiße, was mache ich jetzt die ganze Zeit, wenn kein Fußball mehr läuft. Es ist eigentlich schon in erster Einschnitt, wenn dann die Vorrundenspiele vorbei sind und die K.O.-Runde anfängt. Weil in den Vorrundenspielen hast du dann einfach mal jeden Tag drei Spiele so im Schnitt. Und das ändert sich dann halt relativ schnell. Dann gibt es ja auch richtige Pausentage und sowas. Und dann vermisst man es schon ziemlich. Aber ich freue mich erstmal auf die drei Spiele. Und ja gut, Marokko, Iran, das werde ich so nebenbei wahrscheinlich verfolgen. Ein bisschen, ja doch, ein bisschen was anderes machen müssen. Aber Marokko, Iran, ich meine natürlich Ägypten, Uruguay. Mir wäre es lieber, wenn Marokko, Iran 14 Uhr laufen würde. Aber ja, Ägypten, Uruguay werde ich wahrscheinlich ein bisschen was anderes machen. Oder ich konzentriere mich auf das Spiel und mache Marokko, Iran 17 Uhr mit was anderes. Schauen wir mal. Portugal, Spanien ziehe ich mir auf jeden Fall komplett rein. Also ich gucke mir alle Spiele an, nur die Frage ist, mache ich noch was nebenbei? In diesem Sinne soll es gewesen sein. Oh, unter 10 Minuten. Geil, das wäre cool, wenn wir es immer schaffen würden. Und beim letzten Video hat auch der Ton geklappt am Ende. Ich habe also das richtige Rendering-Programm genommen, dass mir eben nicht immer komischerweise nur bei diesen Videos am Ende vom Video ein Stück vom Ton abschneidet. Und da es nicht so lang ist, das Video, wird es auch relativ schnell gehen mit dem Rendern und Hochladen. Und dann ist es vielleicht sogar heute noch online, zumindest dann irgendwann nachts. Bis zum nächsten Mal und morgen sind dann natürlich die Nachberichte dran, deswegen wird dann wahrscheinlich auch das Ganze ein bisschen länger dauern, wenn dann die Nachberichte dran sind, drei Spiele. Und beim nächsten Mal sind dann die Vorberichte dran von Frankreich, Australien, Argentinien, Island, Peru, Dänemark. Also wie gesagt, das sind eigentlich dann drei Partien. Moment mal. Am Samstag sind vier Spiele, sehe ich gerade. Und das erste geht um 12 los. Was ist denn da los? Okay, krass. Morgen gibt es dann also vier Vorberichte. Kroatien, Nigeria kommt noch mehr dazu. Und da würde ich auch sagen, ist Kroatien, Nigeria, das erst 21 Uhr startet, das interessanteste Spiel. Krank, krank, krank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.